Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Siedler 5, dem Erbe der Könige, bei dieser Karte. Wir müssen schauen. Also wir sind jetzt vor dem Punkt, wo wir die Burg aufgebaut haben und werden auch damit so weiterarbeiten. Wir müssen schauen, wie wir am besten hier in der vernünftigen Lage sind, das Ganze hinzukriegen. Wir haben festgestellt, wir kommen hier nicht dran. Hier kommen nach einer gewissen Zeit Banditen an, die uns ärgern wollen. Hier ist der Felsen mit den Burgressourcen. Das heißt, die Leibis müssen gleich sofort losgehen, die Burg zu bauen, nachdem sie den Siedlungsplatz gebaut haben. Das ist der erste Befehl, den wir ihnen hier geben. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir das hinkriegen. Ich denke, die Hochschule werden wir diesmal anders platzieren, irgendwo sonst wohin, wo sie uns nicht zu sehr stört, weil ich denke, hier um den Lehmschacht herum werden wir deutlich mehr Ziegler dieses Mal bauen. Vielleicht werden wir sogar die Steuern nicht sofort hochdrehen. Aber das weiß ich noch nicht. Ich denke, wir werden die hoch brauchen. Wir werden allerdings... es ist schwierig. Wir könnten die Kapelle sofort bauen, sobald wir es gemacht kriegen. Okay, dann machen wir das so. Pilgrim. Gewissermaßen schon mal hier unterwegs. Baut den Siedlungsplatz. Pilgrim kann sich schon mal auf den Weg machen. Ihr könnt schon mal anfangen, die ganzen Ruinen aus dem Weg zu räumen. Dieb. Die Ruine spielt keine so große Rolle. Wir hier oben schon mal anfangen aufzuräumen. Okay, sobald das gebaut ist, können wir dann die Burg bauen. Weil wir müssen das nicht unbedingt bauen. Wir könnten den theoretisch schon einreißen. Da hinten ist Nebelvolk, das wütend ist. Bringt diese Ruine. Nicht diese Ruine. Kümmert euch zuerst um die Ruinen, die hier hinten im Weg stehen. Dann kann die Bombe hier freisprengen. Zahltag ist rum. Baut die Burg. Und jetzt kann Pilgrim gewissermaßen schon mal anfangen, hier hinten Kanonen zu setzen. Wir können schon mal zur Kirchenruine weitergehen. Gut, unser Geld müssen wir gleich sofort ausgeben, sobald die Burg steht. Wir werden auch gleich sofort versuchen, die Hochschule hinterherzusetzen. Sie passt nur nach hier hin. Na gut, setzt sie. So, geht Steine schlagen. Schön auf die Steine. Wir brauchen das Zeug für die Kapelle gleich. Bildung muss in Auftrag gegeben werden. Pilgrim ist weiter unterwegs, seine Sachen vorzubereiten. Bildung ist in Auftrag. Baut die Lehmgrube. Wieso kannst du die Kirchenruine nicht sprengen? Warum bist du überfordert? Okay, Kirchenruine funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Tall Talk. Genau, 4 von euch. Geht schon mal das da hinten bauen. Wir hacken hier noch weiter Steine. Steine brauchen wir. Truppen. Kirchenruine ist egal, wenn das da los. Okay, ihr geht mal hier runter und bereitet gleich den Bau der Kapelle hier in diesem Bereich irgendwo vor. Wo sie niemanden stört. Da hinten so. Wo das da steht, könnt ihr hier weiter Steine hacken. Sehr gut. Wir können hier den Eisenschacht schon mal besetzen. Holz haben wir übrig. 550 Steine brauchen wir.
Ja, wir brauchen natürlich auch den ganzen anderen Kram. Okay, Steuern können wir sowieso nicht hochsetzen. Das ist alles in Ordnung hier. Wird hier unten die Kirchenruine los. Dieb kann diese Ruine gleich nochmal sprengen. So. Wir können jetzt eigentlich hinten mit Steine hacken. Bildung. Hoch. Wir können ein bisschen Geld machen. Geld brauchen wir für mehr Leibis. Konstruktion bitte sofort hinterher erforschen. Kapelle nach hier hin. Genau, der Architekten hätten wir einstampfen können. Und noch ein paar Zusatzsteine. Wisst ihr was, das machen wir auch schon. Schon mal. Diese Steine können wir dann wunderbar nutzen, um ein paar weitere Ziegler zu bauen. So, es mangelt ein bisschen an Lehm. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Lehm, den wir mitnehmen können. Baut das schon mal. So, dieses Mal dürfen wir auch nicht vergessen, das Dorfzentrum rechtzeitig auszubauen, weil wir nur zwei Stück haben für den Moment. Fällt das doch schon mal los. Okay, wir brauchen was Holz. Hackt hier oben schon mal ein bisschen frei. Ihr könnt hier Lehm hacken. Ihr könnt hier hinten ein bisschen Holz frei hacken, damit wir da direkt schon bauen können. Und ihr könnt so lange hier weiter die Steine machen. So, gewissermaßen spielen wir ja gerade eine Runde mit WS. Okay, die Sachen können wir theoretisch einfach ganz einfach sprengen. Gewissermaßen spielen wir eine Waffenstillstands 40 Runde. 40er Waffenstillstand. Praktisch gesehen allerdings haben wir dafür ein paar kleine weitere Probleme. Nämlich zum Beispiel die Banditen, die hier noch auftauchen werden und dass wir die Brücke gebaut kriegen müssen, um mit Ravenna zu reden. Ich wusste, dass sie Leib eigentlich mitmachen würden. Hier, Akt Lehm. Ach ja, genau, wir können wieder neu machen. Was gebe ich jetzt nicht ein bisschen für eine Yuki, die hier aushelfen könnte? So, hackt hier hinten Holz. Hackt da hinten Holz. Gruppe 2, so. So, ich vermute, dass das hier insgesamt ein sehr angreifbarer Punkt ist. Da müssen wir halt schauen, wie wir den gehalten kriegen. Die nächsten 200 Holz gehen zuallererst auf den Bauernhof für die Kapelle. Bevor wir irgendwelche Alchemisten bauen, müssen wir natürlich die 300% Motivation kriegen. Geht auf Holz über. Gut, kann der Dieb noch ein bisschen weiterschauen. Wir werden die Ziegler auch versorgen müssen. Alchemie ist erforscht, wie schön. Okay, die Priester funktionieren. Ihr könnt hier hinten Lehm hacken. Wo wir schon von Lehm reden, weiterer Ziegler bitte. 500er Zahltag aktuell, das ist ein guter Anfang. Damit können wir gleich einen riesigen Haufen mehr Holz sammeln. Denn Holz ist jetzt gerade, was hart fehlt. Wir können weiter Steine hacken, weil die gleich ausgehen werden in drei Steinmetzetten, in drei Zieglern.
Fangt bei diesem Baum da hinten an. Der sieht aus, als würde er uns im Weg stehen wollen. So. Nächster. Wir werden die auch alle mit Wohnhäusern und Ähnlichem versorgen. Wir müssen nur schauen, wann wir das machen können. So, bringt die Armeen in Position. Wir verfügen auch über eine weitere Eisenmine da drüben. Ich kann noch ein bisschen Lehm hacken. Dein Holz werden wir sehr schnell zusammenkriegen. Bleib eigentlich gut da drin. Und Holzhacken hier. Ihr drei könnt dann gleich direkt hier drüben die nächste bauen. Ästhetik wird leider ein bisschen weichen müssen. Ich würde an diesem Punkt einen Quicksave ausrufen. So, in 30 Sekunden wird das Spiel wahrscheinlich sagen, dass der Winter in der Stunde kommt. Und dann müssen wir schauen, wann die Banditos im Hinterhalt kommen. Und direkt den nächsten dahinter. Priester arbeiten, das ist gut. Alles in Leibis. Verdammt. Das war jetzt schon ein Fehler. Gut, dass wir gespeichert haben. Wir laden kurz mal. Wir behalten uns genug Geld, um ein Gemeindezentrum zu bauen. Wir haben es schon wieder getan. Wir haben es schon wieder geschafft, die Gemeindezentren nicht rechtzeitig zu bauen. Oder fehlerhaft zu bauen. So, nächsten Zahltag. Das Teil wird gebaut werden, sobald wir an das Holz kommen. Ihr könnt weiter Holz hacken. Die können sich dann versuchen, da weiterzubauen. Von der Zeit her. So. Wir behalten 300, da können wir beide ausbauen. Deine. Des Weiteren wollten wir jetzt hier ein Gebet ausrufen. Deine gehen dann hier rein. Und diesmal werden wir dementsprechend nicht unnötig stagnieren. Wir müssten hier ein bisschen freiräumen. Mach da frei. Ja, ich weiß. Kaserne wäre eine Option. Uni könnten wir machen, wollen wir noch nicht. Wir haben ein bisschen Zeit. Die Uhr sollte wieder angemacht werden. So. Das wird uns ganz genau nur für die erste Welle helfen. Wir brauchen dementsprechend relativ schnell eine Kaserne da oben. Das heißt, das ist nicht unnötig. Ah, jetzt. Okay. Wir machen das mal so. So machen wir das. Wir erforschen die Wehrpflicht, damit wir hier hinten unsere Truppen nachfrischen können. Gruppe 0 existiert. Gruppe 0 kann schon mal dafür rüberkommen. Wir stellen zwei der Leibeigenen ab, um hier hinten den Weg zur Eisenmine frei zu hacken. Denn eine weitere Mine wäre ganz nützlich. Wir behalten wir 300 übrig.
Dann können wir das Teil gleich ausbauen. Und möglicherweise können wir das hier auch noch ausbauen. Kann ich schaden, relativ schnell an die Uni ranzukommen. Zeit für ein paar Wohnhäuser. Ausbau, zack. Hier, da setzt ein Wohnhaus direkt vor die Uni, damit ihr uns nicht weiter ärgert. Die Wehrpflicht ist da. Das können jetzt gleich Steine sparen, um hier ein paar Truppen auszubilden, damit wir hier hinten gegen ankämpfen können. Nächsten Zahltag nutzen wir dann zum Ausbau hiervon und zum Ausbau der Uni. Dementsprechend bilden wir noch Leib bis hier aus. Steine. Lehm fehlt. Was überlegt euch anders? Geht hier hinten Lehm hacken. Holz kriegen wir gerade gut rein. Lehm fehlt eher. So. Also mit dem nächsten Zahltag können wir 300 noch für Leibis ausgeben. Dann mal schauen. Kaserne passt noch nicht hier hin. Hier muss dieser Baum dafür weg. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, bevor der feindliche... die Banditen aufkreuzen. Hackt Lehm. Wir brauchen das Zeug jetzt theoretisch, um die... Weißt du was? Nächsten Zahltag. Wir warten bis zum nächsten Zahltag, um die Festung zu bauen. Wir stellen jetzt erstmal sicher, dass wir in der Lage sind, alles zu versorgen und zu bauen. Und damit wir nächstes Mal definitiv den Lehm zusammen haben. Gruppe 9. Baut das. Wir hatten hier Leibis, die sollten hier freihacken. Passt das nicht? Bauplatz ist schon eine Bitch zu uns. Werd diesen Baum da los. Ah ne, da ist noch ein Stück. Hier sind nämlich noch so zwei Baumstümpfe. Mach die weg. So, die Obdachlosigkeit zu bereinigen sollte helfen, damit die Ziegler wissen, was veredelt kriegen. Wir setzen hinten noch einen weiteren Ziegler hin. Weil es geht. So. Die hacken hier inzwischen Steine. Holzhacke-Leute hier drüben fangen dann hier Holz zu hacken. Vor den Minen. Oh, hier sind noch Ruinen. Dieb! Hier sind noch Ruinen. Kümmere dich darum, dass die da nicht mehr sind. Zahltag. Ganz vergessen, dass wir nur eine einzige Hochschule haben. Wir können die beiden einfach auch ausbauen, ohne weitere Probleme. Wir brauchen noch Lehm, damit wir in der Lage sind, gleich mehr Steinmetze zu bauen. Steine sammeln wir gerade. So, jetzt passt die Kaserne hier hin. Die werden wir brauchen. So, nächster Zahltag. Die erste Technologie, die wir erforschen, wird wohl das Zahnrad sein. Dann können wir von da aus arbeiten Richtung Steinmetze. Wir können auch eine zweite Hochschule eigentlich bauen. Ja, es fehlt am Platz.
Gut, das mit der Obdachlosigkeit haben wir zumindest schon ganz gut im Griff. So, die Schwerter müssen nachgefrischt werden. Und wenn wir können, wird er auch nachgefrischt. Ah, genau, wir haben kein Geld. Na, gleich haben wir Geld. Ob das schon mal... Versorgt die Mine hier inzwischen. Dieb! Kannst direkt wieder hier rüberkommen. Ziegelmacher ist betrübt, Steuern zu hoch. Ah, gut. Ah, doch, ihn können wir nachfrischen. Gut. Das ist gut. Platz schaffen. Verdammt. Da hatte ich was übersehen. Ein Umstand. Handelswesen muss her. Vor allem anderen. Wir entlassen ein, damit der Bauer rein kann. Das hat nicht sehr viel gebracht. Aber gut, das ist gut, dass wir den hier ein bisschen nachfrischen konnten. Nach dem Handelswesen, können wir erstmal ein Stadtzentrum ausbauen. Das ist relevanter, als hier direkt andere Sachen zu machen. Ah, verdammt. Und gleichzeitig mit dem Ausbau werden wir noch eine weitere zweite Hochschule hinsetzen. So. Wir müssen schneller forschen. Kommt schon, gelehrt hier, macht das. Wer ist untätig? Ihr seid alle untätig. Ihr habt hier Steine alle abgehakt, ich sehe. Wir haben hier noch Steine. Ausbau. So, Lehm wird schon brav weitergehakt. Steine werden beschafft. Holz wird gemacht. Steuern und Sold werden gezahlt. Jetzt das Ausbauen. Buchdruck wäre eine Option. Stehendes Heer würde ich gerne, aber eigentlich ist Zahnrad gerade wichtiger. Stehendes Heer können wir ja hier erforschen lassen. Ihr alle? Kommt ihr gemeinsam alle an diesen Lehmhaufen dran oder nee? Scheinbar nee. Ein Teil von euch geht in Schwefelacken. So. Zahnrad geht noch nicht. Er forscht hier hinten schon mal das stehende Heer. Steine müssen gehackt werden. Gebäude sind ausgebaut. Das ermöglicht uns, die Schwertkämpfe wieder aufzufrischen. Das ist wichtig, weil es bald passieren wird, dass Ärger kommt. Banditen, oh, welches Timing einfach nur. Wir legen einen echten Spielstand an. Wenn das mal nicht das Timing war. Oh, und wir können jetzt gleich in 20 Steinen. Nein! Ich hatte was übersehen. Zuallererst baut ihr die Mine hier auf. Wallace Wäsch. Hinten ist Eisen. Hackt Eisen. Weil wir hier stehen, ist ja erforscht haben. Das ist noch nicht so wichtig. So. Okay, da kommen sie. Lauf, Pilgrim. Schützen beschießt die feindlichen Schützen. Pilgrim, lauf einfach. Pilgrim ist tot.
stehen das her. Wir brauchen Informationen gegen feindliche Schützen. Oh Gott, die halten einfach so unnötig viel aus. Okay, der erste Langschwertkämpfertrupp ist tot. Wo ist Gruppe 3? Du, die Schützen Norden. Der erste Trupp Schwertkämpfer ist einfach gerade gelöscht worden. Leichte Reiter, geht Pelgrim wieder aufheben. Du, bleib am Leben. So, Eisen wird gewascht. Hier gibt nichts mehr zu holen. Das ist nicht das, was ich hören möchte. Hier gibt es noch Steine. An die Arbeit. Zahnrad wird gerade geforscht. Scharfschützen sind in schlechtem Zustand. Wir brauchen das. Wir brauchen den Schießplatz hier bald. Ich habe keine Ahnung, wo wir ihn hier hinsetzen wollen. Hier hinten vielleicht. Auf die Kreuzung. Nein, den dürfen wir nicht, die können wir nicht nachfüllen. Wir haben nur 200 Schwefel. Die Scharfschützen sind nicht nachfüllbar. Also scheiß auf den Schießplatz. Zahnrad, sehr gut. Was hat Eisen? Erforscht Buchdruck. Nächste Welle kommt jetzt schon. Okay, werden die Schützen los. Die Schützen, werdet die Schützen los. Ich kann die unter diesen Bäumen nicht auswählen. Und die Leibeigenen werden da hinten einfach abgeschlachtet. Ihr lasst euch nicht töten. Da sind noch Schützen. Wir baden, zieht euch zurück. Gruppe 0, wir müssen auf jeden Fall ein paar Bogenschützen gebaut kriegen. Ja, die Gruppe 0 lebt sogar noch. Lauft. Du musst nachgefrischt werden. So. Können wir von denen einen am Leben lassen? Involvieren den Nahkampf mal nicht. Vielleicht können wir so auf die Art und Weise die Angriffe abwehren oder abdämpfen. Und uns so dann vorbereiten, die Zelt irgendwie anzugreifen. Können wir weiter im Kreis rennen. Gruppe 2, lasst euch nicht darauf ein. Gruppe 1, lasst euch nicht darauf ein. Forschung wurde abgeschlossen, Buchdruck, das ist schön. Das muss einmal hinterher. Wir könnten das machen, aber ich möchte tatsächlich von Gruppe 0 zur. Das Genie her ist nicht erforscht. Nicht durch. Flaschenzug. Okay.